Kneipp, ein Mann des Volkes und Humorist. Bereits 1894, also noch zu Lebzeiten Kneipps, erschien ein Büchlein mit dem Titel »Der berühmte Pfarrer Kneipp in Wörishofen als Mann des Volkes, Humorist, Gesundheitsprediger und Wohltäter«. Kneipp kam aus dem Volk und blieb diesem, auch als er schon weitgehend bekannt war, verbunden. Als Sohn eines Webers und Nebenerwerbslandwirt aufgewachsen, lernte er das Volk, besser gesagt die ländliche Bevölkerung, schon von Kindheit an kennen. Er wuchs auf dem Lande auf. Zur höheren Schule und zum Studium musste er zwar in die Stadt wechseln, aber selbst die Stadt Dillingen war damals noch recht ländlich und vor allem sittlich. So war zum Beispiel Rauchen den Theologiestudenten ebenso untersagt wie der Besuch von Wirtshäusern. Und in den paar Jahren in Münden, da wohnte er im Georgianum, wo es fast noch strenger und sittlicher zuging. Mit dem fortschrittlichen, unsittlichen, lockeren Großstadtleben kam er nur wenig in Berührung. Dann ging er wieder auf das Land zurück als Kaplan in die Dörfer Biberbach und Post, dann kurz, ganz kurz nach Augsburg und dann in das schwäbische Dorf Wörishofen. Und das war damals, als Kneipp hier bei den Dominikanerinnen anfing, wirklich ein Dorf, ländlich, sittlich. Wörishofen hatte damals keine zentralörtlichen Funktionen, keine Behörden, fast keine Geschäfte, keine Ärzte, sondern nur einen Bader und zwei Wirtschaften. Und das blieb noch eine Weile so. Selbst zu Kneipps Zeiten wurde die Sparkasse in Türkheim gegründet und das Krankenhaus in Türkheim gebaut. Auch vom Verkehr war Wörishofen etwas abseits gelegen. Hier gab es fast nur Bauern und Handwerker. Hier fühlte sich Kneipp zu Hause. Liest man die Geschichte von der Ansiedlung der Dominikanerinnen in Wörishofen und den Widerstand der Wörishofer dagegen, dann waren die Wörishofer ein sehr störrisches, obrigkeitsfeindliches Volk. Dass Kneipp trotzdem mit den Wörishofern meistens gut auskam, das hatte mehrere Gründe. Einmal war Kneipp einer von ihnen. Er war ja auch in der Landwirtschaft aufgewachsen. Dann verstand er ihren Dialekt und redete selbst Dialekt. Und auch ihre Denkweise und ihre Halsstarrigkeit waren ihm nicht fremd. War er doch auch ein wenig halsstarrig und dickköpfig. Nach drei Kaplanstellen und angesichts seines Alters fragt man sich, warum Kneipp vom Augsburger Ordinariat gerade die Stelle bei den Dominikanerinnen in dem schwäbischen Dorfe Wörishofen bekam. Nun, das Augsburger Ordinariat hatte sich schon etwas dabei gedacht und es so einen schon älteren, kräftigen, laut schwäbisch schwätzenden, bäuerlich geprägten Priester in ein solches Dorf wie Wörishofen versetzt. Unter anderem werden sie gedacht haben, in so ein Dorf passt Kneipp und da kann er nicht viel anstellen. Und Kneipp fühlte sich wohl hier. Er verstand die Wörishofer und diese verstanden ihn. Er war eben ein Mann des Volkes und er fühlte sich unter dem einfachen Volk am wohlsten, wie man auch hier sieht. Wie wohl sich Kneipp hier fühlte, das zeigt folgende Begebenheit. Als nämlich der Türkheimer Pfarrer 1879 starb, so war die Pfarrstelle dort frei und Kneipp hätte sich um diese nur 8 Kilometer entfernte Stelle bewerben können. Beruflich wäre dies ein gewaltiger Aufstieg gewesen. Türkheim hätte auch etwas zu bieten gehabt. Ein Landgericht, ein Rentamt, Gaststätten mit Übernachtungsmöglichkeiten, die Wehrtacht zum Wassertreten, Geschäfte, einen stellvertretenden Bezirksarzt und viele teils sogar bekannte Handwerker. Der Ort war größer, es gab ein Bürgertum und vor allem war die dortige Pfarrstelle reich dotiert. Es gibt keinen Hinweis, dass sich Kneipp um diese Pfarrstelle beworben hätte. Selbst eine Abordnung von Türkheimern bei Kneipp mit der Bitte, er möge sich doch um diese Pfarrstelle bewerben, lehnte er, war bei Kneipp erfolglos.
Die Türkhämmer hat das sehr geschmerzt. Kneipp fühlte sich aber in Würishofen zu wohl, als dass er auf all die Verlockungen, die ihm Türkheim zu bieten hatte, eingegangen wäre. Kneipp war, wie ich in meinem ersten Vortrag ausführte, ein typischer Schwabe. Er kam aus Schwaben und wollte Schwaben zeitlebens nicht verlassen. Durchaus selbstbewusst, aber bescheiden, faustdick hinter den Ohren. Da er aus dem Volke kam, konnte er sich auch zu fast allen Themen, welche das Volk betraf, äußern. Kein diesbezügliches Thema war ihm fremd und peinliches auszusprechen. Da er in einem kleinen Dorf aufwuchs, so konnte er sich auch zu einfachen Themen äußern, zu Themen, welche die Städten unbekannt waren. Er kannte sich aus im Trockenlegen von feuchten Wiesen. Er wusste über die Bienenhaltung und Hasenzucht Bescheid. Er empfahl den Würishofen Hasen zu halten, weil er mit geringstem Aufwand Einkünfte brachte und ab und zu konnte man selber einen Hasen essen, wenn man besonders geizig war. Und dann redete er immer mit einem Schuss von Humor. Nicht übertrieben, aber auch nicht pietistisch, ängstlich, sondern mit einem Wort schwäbisch. Der stellvertretende Bezirksarzt in Türkheim, Dr. Anton Noder, der sich später als Dichter Adenora nannte, schreibt in seinen Memoiren: Kneipp verstand Spaß und wusste, manchen zu machen. Seine Wasserpredigten in der alten Wandelhalle und seine Konsultationen im Pfarrhaus waren berühmt durch Scherzworte von rustikaler Schlagkraft. Kneipp konnte aber auch gegenüber den Schwaben durchaus ironisch sein. Er konnte die Schwaben und damit sich selbst auf den Arm nehmen. Er erzählte einmal: Die Waler Bürger bringen schon seit Jahren die Passion zur Aufführung, und zwar in künstlerischer Vollendung, was ja bei Landsleuten und noch dazu Schwaben etwas ironisch klingt. Aber auch sie selbst konnte er auf den Arm nehmen. Da kam eine feine Frau zu ihm mit einer Karte, worauf er abgebildet war, und wollte ein Autogramm von ihm. Er schaute sich seine Karte an, unterschrieb und bemerkte: So, jetzt hat der Esel auf der Karte auch einen Namen. Man sagt ja den Schwaben nach, dass sie ein bisschen einfältig und vor allem langsam im Denken sind. Nicht so Kneipp. Der konnte durchaus schlagfertig antworten. Eine kranke Gräfin kam zu Kneipp und begann: Ich bin die Gräfin so und so. Kneipp antwortete: Ich hab sie nicht gefragt, wer sie sind. Ich habe sie gefragt, was sie haben, also welche Krankheit sie haben. Kneipp, der Herr Prälat, erzählte einmal launig, wie da aus Schwabmünden jemand zu seinem Sprechzimmer hineinguckte und gefragt hat, ob denn der Pfarrer Kneipp da sei. Ja, was wollen's denn, meinte der Herr Prälat. Ja, ich möchte sie sehen, war die Antwort. Da sehen's halt bloß ein alter Pfarrer. Das ist mir genug, meinte der Betreffende. Dass Kneipp dies als launische Begebenheit auffasste, spricht für seinen Humor. Einmal kam wegen schlechten Wetters etwas weniger Leute zu seinem Vortrag. Hochwürden war darüber etwas verschnupft. Wenn man damals Kneipp als verschnupft nannte, dann würde man heute sagen, sehr verärgert. Und er erzählte den Gekommenen die Geschichte vom löblichen Magistrate, der zusammenkam, um weise zu beraten, wie besseres Wetter zu beschaffen sei. Diese Beratung endete schließlich mit dem Beschluss: Man warte noch geduldig 14 Tage, und wenn sich bis dahin das Wetter nicht geändert hat, so wird sich der löbliche Magistrat nicht mehr ums Wetter kümmern. Da steckt also schon eine ganze Menge Fallen drin. Selbst dem Sterben konnte Kneipp noch eine lustige Note abgewinnen. Er sagte einmal:
Wie viele Menschen sterben, ohne der Welt etwas genutzt zu haben? Freilich, geschadet haben sie auch nicht. Und auf ihrem Grabstein passt die Inschrift: Sie wurden geboren, lebten, er nahm ein Weib oder auch nicht und sie starben. Damals gab es schon das Problem der Fake News. In einigen Zeitungen, vorwiegend im Ausland, stand falsch, dass Kneipp gestorben sei. Im Gegensatz zu heute machte sich Kneipp jedoch über dieses Fake News lustig. Kneipp. In den englischen Blättern bin ich schon begraben gewesen und an manchen Orten hat man schon Seelenmesse für mich gelesen. Seht, so liegt die Leute. Ein anderer Blatt hat in die Welten ausgeschrieben, der Kneipp sei im Zuchthaus. Das hat mich gar am meisten gereiht. Vor 2 Jahren haben viele gewusst, ich sei bei Nacht um 2 Uhr in der Badewanne versoffen. Was jetzt als Neuestes kommt, weiß ich nicht. Aber aus dem Gesagten könnt ihr sehen, wie man es euch macht. Kommt da ein guter alter Freund zu mir, das heißt nach Wörishofen, kommt ins Pfarrhaus in mein Zimmer, guckt mich ganz verwundert an. Es ist auch ein Hydropath durch und durch. Ei, fangt dran. Da staut es nicht so schlecht. Wie schlecht, sage ich. Was meinst du denn? Ja, aber staut doch in alle Zeitungen, dass du gestorben bist. Ich habe es auch geglaubt. Und jetzt bin ich noch hergegangen und habe näher eine Frau gewollt. Gestorben sei ich. Ich weiß von nichts. So lügt man. Und dabei denken die Leute gar nicht dran, dass sie sündigen. Wenige sterben an Krankheiten, die meisten an Altersschwäche. Ich gehe oft zu einem 92-jährigen Weible, das nun kränklich ist. Aber da kann man doch nicht mehr sagen, schnell wachsen ist schuld, wenn sie mal stirbt. Auch in einem anderen Vortrag schildert Kneipp, dass eine Frau in Münden, die in Wörishofen Heilung gefunden hatte, die Sterbenachricht von Kneipp wie folgt erfuhr. Ihr kleines Kind rief: Mama, Pfarrer Kneipp ist gestorben. Bei diesen Worten sank die Frau wie vom Schlage gerührt zusammen. Beim gleichen Vortrag erzählte Kneipp auch folgende Geschichte, um zu zeigen, wie sich die Psyche auf die Gesundheit auswirkt. Es war einmal ein Ehepaar, das ständig stritt und gleich so, dass man den Kriegslärm 3 Häuser weit hörte. Kneipp versuchte Frieden zu stiften und redete ihnen gut zu und meinte, dass ihre Gesundheit unter dem ständigen Streit litt. Das Ehepaar aber meinte, dass sie sich scheiden lassen wollen. Kneipp entgegnete, eine Scheidung erübrigt sich, dass sie doch bald sterben werden bei so einer Lebensweise. Und wirklich, nach 1,5 Jahren waren beide tot. Wie die Schildbürger gibt es auch die Weilheimer. Wie die Bürger aus Schilda einfältig waren, so auch die Weilheimer. Kneipp fand diese Geschichtleim so witzig, dass er sie auch bei seinen Vorträgen erzählte. Auch durch diese Erzählfreude zeigte sich Kneipp hier als Mann aus dem Volk, der sich am Humor fast kindlich freuen konnte. Kneipp: Zum Schluss muss ich euch noch ein Geschichtle von den Weilheimer erzählen. Schaden kann's nicht und vom alten Pfarrer höret ihr halt doch die Geschichtle immer gern. Er spielt da direkt auf seinen Humor und vor allem auf seine Erzählfreude an. Nun, das Geschichtlein ist aufgezeichnet worden im schwedischen Dialekt von Kneipp und zu lange, um hier vorgetragen zu werden. Für Kneipp war Humor auch für den Heilerfolg manchmal wichtig. Er sagte bzw. erzählte einmal, wie ein Kind, so sollen wir uns in die Arme Gottes hingeben, nicht grübeln und sorgen, was alles werden wird. Dabei immer guten, heiteren Humor haben, das hilft gar viel zur Kur. Da fällt mir gerade wieder eine Geschichtlei. Ist einer gewesen, Hans Michel hat er geheißen,
der hat seinen Kopf einbreitet und alles, was krochen und geflogen ist, das hat er gesehen und hat seine Gedanken darüber gemacht. Bei allem, was gekommen ist, sei es lustig und traurig gewesen, hat er gesagt, ist recht so, es ist schon recht so. Ist um eine Kuh am Stall krepiert, der Hans Michel hat nichts gesehen, wie, es ist schon recht so. Ist ein Donnerwetter gekommen und hat alles zusammengeschlagen und am Boden reingekagelt, der Hans Michel hat es angeschaut, ist still geblieben und hat nicht weiter gesehen, als, ist schon recht so, so ist schon recht. Wenn der Wind sein Dach schier abgedeckt hat und die Schindele noch gerade so davor geflogen sind, dass die Sonne und der Mond oben reingeguckt hat, Hans Michel hat sein Humor nicht verdorben. Der ist halt aufs Dach aufgestiegen, hat die Schindele wieder reingesteckt und gesagt und denkt, es ist schon recht so. Es ist schon recht so. Hat aber doch der Nachbar nicht recht sein wollen. Und so ein Sechs haben Hans Michel einmal aufs Korn genommen, wie man sieht. Michel, Hans gesagt zu ihm, du hast doch etwas Besonderes. Du lachst zu allem. Bist mit allem zufrieden, jaumelst nie. Herr, du bist ein besonderer Kauz. Wie kommt denn das? Wenn einer das Holz vor dem Haustier stiehlt, dann stehst du dabei, wie wenn dir etwas ein Freund gemacht hat. Bist du nicht mehr recht da oben im Stockwerk? Ha? Nein, meinte Hans Michel, verrückt bin ich nicht. Ich fehl nicht bei dem, wie sie machen, ihr fehlt. Horcht, Männer, ich denk mir, unser Herrgott regiert alles, gar alles, was vorkommt. Er macht's wie ein gescheiter Hausvater bei seiner großen Familie der Menschheit. Wisst ihr, bei so vielen Kindern, wie er hat, Koblete und Okoblete, da denk ich, muss alle Tag einer gewichst werden. Beim Großen nichts nutzt, hat der halben Strick. Beim Kleinen ein Birkensriertle. Wie man es halt braucht, seht der Hans Michel, das war ein gescheiter Mensch. Der hat es verstanden, mit unserem Herzog, mit unserem Herrgott umzugehen. Übrigens, der Dialekt, es ist so in diesem Dialekt geschrieben, publiziert worden. Die meistigen lustigen Begebenheiten von und über Kneipp ereigneten sich bei der Bezahlung seiner Sprechstunde. Hier einige davon. Ein bleichsüchtiger junger Mann fragt nach der Schuldigkeit. Kneipp, was sind's? Student. Ja, mein Gott, da bin ich schon froh, wenn sie mich da pumpet. Eine Gnädige, was sind's? Hofdame. Ja, wenn sie Hofdame sind, dann sind sie auch ein halber Dienstbot. Das kostet nichts. Ein Maurer. Was sind's? Maurer. Dann schenke ich ihnen weil ich selber ein Handlanger war. Eine aufgeputzte Schöne kam und fragte um Rat und dann, was sie schuldig sei. Was sind's? Näherin. So, eine Näherin. Und aufputzt wie eine Dreiviertelgräfin. So eine müsst man ja ordentlich zahlen lassen. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Zu zahlen brauchen Sie nichts. Wenn Sie aber eine Näherin sind, dann schauen Sie, dass Sie gesund werden. Sparen Sie Ihre Groschen und hängen sich nicht alles an Ihrem Körper herum. Und wenn Sie mir wieder so hereinkommen, dann gebe ich Ihnen gar kein Rezept. Ein armes Dienstmädchen kam, um sich für die beendigte und glückliche Kur bei Kneipp zu bedanken. Was bin ich schuldig, Herr Pfarrer? Was sind's? Dienstmagd, wie lange sind's hier? 8 Wochen, 8 mal 3 sind 24 Mark. Das Dienstmädchen sucht verlegen in ihrer mageren Börse, steht und schaut und weiß nicht recht, was zu fassen. Darauf sagt Kneipp, tu dein Geldbettel her. Ja, wenn du nichts zahlen kannst, dann musst du auch bleiben.
Ich will ja gerne von zu Hause aus das Geld schicken. Nun ja, dann muss man es halt schicken, sobald du es hast, damit ich mein Geld bekomme. Als das Mädchen vor der Türe war, ließ er es wieder rufen und sagte: Schau, Mädle, das war alles nur ein Spaß. Du brauchst nichts zahlen und du bist ein Dienstbot und von Dienstboten nehme ich kein Geld. Da hast du deine 3 Mark und mach, dass du weiterkommst. Aus der Frankfurter Zeitung. Eine Bauersfrau stellte sich mit einem 6-jährigen Mädchen bei Kneipp vor. Das Mädchen sieht frisch und munter aus, ist aber im Sprechen etwas zurückgeblieben. Es kann nur wenige Worte sagen. Das Gesichtchen ist unnatürlich gerötet, denn das Kleid trägt trotz der augenblicklichen Hitze einen großen modernen Strohhut, der mit Bändern, Spitzen und Blumen überladen ist. Wie heißt du denn? Fragt der Herr Pfarrer, der mit den Bauersleuten im Dialekt spricht. Anna, kann das Kind sagen. Wer haut dir denn den Hut kauft? Fragt der Pfarrer weiter. Sagt Mama, mahnt stolz die Mutter, als das Kind mit der Antwort stockt. Da bricht der Pfarrer los. Wer wird denn dem Kind so einen Hut aufsetzen? Ist das ja ein Sünd und ist ein Wunder, wenn unser Herrgott so einen Hochmut in die Krankheit stopft. Bauernkinder sollen barhäufig laufen, das ist das Gesündeste für sie. Dann diktierte er, was mit dem Kind zu geschehen habe. Und schließlich fragt die Frau, was bin ich schuldig? Der Herr Pfarrer erwidert, ihr müsst ein Vermögen haben, sonst hättet ihr dem Kind in so einen Hut gekauft. Der hat gewiss viel Geld gekostet. Es wäre um so schwer. Jetzt aber kostet es 1 Mark. Kneipp hatte ein ganz ungezwungenes Verhältnis zu den Frauen. An seinem Namenstag bestimmten Frauen Kneipp bei einem Vortrag, er möchte nicht nur den Männern etwas geben, sondern auch ihnen, und sie gaben nicht nach. Da stieg Kneipp vom Rednerpult herunter und ließ die Frauen aus seiner Schnupftabakdose schnupfen. Darauf mussten sie, wie beabsichtigt, laut niesen. Kneipps Kommentar: Jetzt kann man einmal sehen, dass es gar nichts mehr gibt, worin das Frauenvolk nicht auch die Nase stecken muss. Zu einer Zimperlise, die sich über die Tortur von Kneipps Anwendungen erschwerte, sagte er: Je größer der Dreck, je gröber der Besen, worunter er allerdings Krankheit und Kur verstand. Sie aber, die wohl nicht zu den saubersten gehört haben mochte, nach dem Sprüchlein außen hui, innen pfui, nahm es ihm ehrlich übel und blieb von nun an fort. Ein Loblied auf die Frauen stimmte Kneipp einmal bei einem Vortrag in der Wandelbahn in Wörishofen an. Übrigens muss man das Weibervolk zu gewinnen suchen, denn wir sind von ihnen abhängig, müssen essen, was sie kochen, anziehen, was sie waschen und in das Bett uns legen, das sie gemacht haben. Freilich meint das Weibervolk oft, es sei unfehlbar. Weiber können viel tun. Haben wir sie gewonnen, so haben wir viel erreicht. Und nur aus lauter Achtung nehme ich sie oft so her. In Gesellschaft erzählte Kneipp gern, dass es in Schwaben Sitte ist, dass bei der Hochzeit der Geistliche der Braut einen Hosenträger gibt. Die Anwesenden meinen dann immer, dass es bei ihnen nicht der Brauch sei, dass am Altar der Pfarrer einen Hosenträger der Braut gibt. Kneipp meinte dann immer, doch, auch bei ihnen.
denn jeder Bräutigam trägt doch eine Hose. Kneipp erzählte von einem Grafen, der eine Frau und einen Sohn hatte. Der erkundigte sich bei Kneipp, wie er seinen Sohn erziehen soll. Kneipp erklärte ihm seine Wasserkur. Als er den Grafen wieder trifft, erkundigt er sich und der Graf meint, dass er die Wasserkur nicht anwenden kann, weil er früh unter dem Pantoffel gekommen ist. Ich hab ihm das gesagt. Schaut's, was hilft's jetzt, dass der Mann ein Lamm fromme Seele ist? Er ist unter dem Pantoffel und alles ist gesagt. Seine Frau wäre ja am Ende noch auf die Wasseridee und die Ernährung nach Kneipp eingegangen, aber die Frau stand unter dem Pantoffel der Erzieherin. Also ist der Graf eigentlich unter zwei Pantoffeln gestanden. Ja, oh, wenn's Weibervolk einmal die Hosen anzieht, dann, Gott sei gnädig, es ist der Elend. Wie it einmal verzeiht mir's Gott die Pest. So wird aus so einem Kind, was wird aus so einem Kind werden, muss man wohl fragen. Kneipp erzählte folgenden Schwank aus seiner Jugendzeit. In meiner Jugend lebte in meiner Nähe ein recht böses Weib mit 8 Stiefkindern. Ihr Mann starb. An diese Frau schlängelte sich nun ein anderer Mann, der tat so fein, so lieb, dass alle Leute sagten, wenn dieses Weib diesen Mann bekomme, so gäbe es keine Strafe für die Schuld, die sie durch Behandlung der Kinder auf sich geladen. Der Mann heiratete diese Frau, oder vielmehr, sie heiratete diesen Mann. Am Morgen nach der Hochzeit fragte ein kleiner Stiefsohn dieses Weibes weinend nach dem Maurer und dem Hafner. Ja, was ist denn geschehen? Ja, der Vater hat die Mutter so an den Ofen geworfen, dass dasselbe eingefallen ist und wie er dir geschlagen hat. Man sagte sich, nun, das wird deine Ehe werden. Aber diese Ehe gestaltete sich gar nicht so übel. Der Mann war klug. Er zeigte seinem bösen Weib, dass er wohl längst durchschaut hat, wer jetzt Herr und Meister im Haus ist. Und das böse Weib hat fortan Respekt vor ihm gehabt und lernte das Maul halten. Ein weiteres Beispiel von Lebensweisheit und Bauernschleue Kneipps. Er erzählt in einem Vortrag Folgendes. Eine Frau kommt zu Kneipp und erzählt ihm, dass sie von ihrem Mann weglaufen werde, da er sie so schlecht behandle. Kneipp ratet ihr entschieden ab und ermahnt sie, gegen ihren Mann liebenswürdig sich zu betragen und vor allem den Mund zu halten. Trotz dieses Rates läuft die Frau davon. Nach 6 Wochen kommt sie wieder zu Kneipp und knagt und jammert, dass ihr Mann noch nicht gekommen sei, sie zurückzuholen. Was soll sie tun? Kneipp: Das Weibervolk kann sich, wenn es will, immer närrisch stellen. Machen Sie es doch so, gehen Sie heim zu Ihrem Mann und erklären Sie ihm, dass Sie gegen meinen Rat fortliefen, ein halber Narr gewesen seien und dass Sie fortan gut tun wollen. Halten Sie aber vor allem den Mund. Die Frau gehorcht und kehrt heim. Kneipp trifft einmal den Mann und der erzählt Kneipp, dass er das Aufmaulen seiner Frau nicht leiden konnte. Nun geht es gut. Die hat mir aber einen Streich gespielt. Sie ist mir davongelaufen und meinte, ich hole sie wieder zurück. Das aber habe ich bleiben lassen. Hätte ich sie geholt, so hätte der Unfriede von vorne angefangen. So aber habe ich sie fühlen lassen, dass ich ein zänkisches Weib entbehren kann. Sie kam von selber wieder und jetzt habe ich das beste Weib der Welt. Als Mann aus dem Volke kannte Kneipp, selbst als Priester, keine Gschamigkeit. Wenn einer schon als Bub im Stall beim Kälbern hilft, dann kennt er sich aus. In besseren Kreisen in der Stadt war ein nacktes Knie schon halbe Pornografie. Und so schauten damals sporttreibende Frauen aus.
Kneipp hingegen erzählte einmal folgende Unanständigkeit. Kneipp: Einer hiesigen Mutter ist im Zustand der Schwangerschaft während des Tischgebetes eine Maus unter den Rock und den Schenkel hinaufgesprungen. Als das Kind zur Welt kam, war an derselben Stelle ihres Körpers, an welcher man die Maus gefangen, eine Maus in roten Umrissen aufgezeichnet. Aus diesem Beispiel kann man ersehen, wie alles auf die Leibesfrucht einwirkt. Nach 2 Jahren wurde das Kind krank und der zu Rat gezogene Arzt gab es verloren. Man bat den Herrn Prälaten um Hilfe. Dieser verordnete ein Mittel, das an der betreffenden Stelle ausleitete. Es kam viel Unrat heraus und das Kind wurde gesund. Kneipp äußerte sich auch über sogenannte Unterkleider, beziehungsweise er warnte vor dem Gebrauch der Unterbeinkleider, welche für Frauen, die ohne dies meist mit einem Hinterlader, das heißt einem geschossartigen Auswuchs von Falten, die sich mit einem Wasserfall vergleichen lassen, versehen sind, doppelt schädlich sein müssen. Kneipp: Wenn man vor 30 oder noch vor 20 Jahren eine Bauernmagd oder Bäuerin gesagt hätte, sie solle beim Aufhängen der Wäsche ein paar Weiberhosen hinhängen, würde sich kaum eine gefunden haben, die sich dazu verstanden hätte. Sie wäre im ganzen Dorf ausgelacht worden. Jetzt tragen die Weiber ungeniert Männerhosen. Nicht genug, dass die Männer schon unter ihrem Pantoffel stehen, auch andere Kleidung wollen sie haben. Kinder mit 1,5 Jahren tragen heute schon Beinkleider. Es wird nicht mehr lange dauern, dann bringt man die in Unterhosen zur Taufe. Und bei den Männern war es nicht anders. Im Zusammenhang mit der Verweichlichung sagte Kneipp: Bei Unterbeinkleidern aus Wolle werden die üblen Folgen der Verweichlichung nicht lange auf sich warten lassen. Man behauptet, man trage die Unterbeinkleider der Reinlichkeit halber. Kneipp kann jedoch nicht begreifen, wie 2 Hosen, also die Hose und die Unterhose, weniger Schmutz ansetzen sollten als eine Hose allein. Kneipp: Die Unterhose bildet das Reservoir, in dem sich alle schlechten Stoffe, also Ausscheidungen, sammeln, da der Luft ein Zutritt verwehrt wird. Oft entströmt ihr ein wahrer Boxgestank. Man betrete nur morgens ein Schlafgemach, in dem 2 oder 3 derartig umwickelte Weichlinge schliefen. Und es ist sicher kein Wohlgeruch der Tugend, der dem Eintretenden entgegenweht. Diese Luft ist eine Beleidigung des Griechorgans. Und in der Tat war früher der Geruch von nur sehr selten gewechselten Unterbeinkleidern oft unerträglich. Nach Kneipp ist das Thema modische Kleidung nur mit viel Humor zu ertragen. Besonders abgesehen hatte er es auf die modische Frauenkleidung. Kneipp: Kein Bauer werde einen Gaul mit enger Taille kaufen, da dieser ohne Kraft ist. Soll das heißen, dass man sich auch keine Frau mit einer engen Taille zur Ehefrau nehmen soll? Leider sei das Weibervolk wievon nicht zu überzeugen und liege ganz im Bann des Modeteufels. Diese Torheit werde sicher bitter gerecht. Wenn man dies auch nicht glaube, so sei es doch so, meinte Kneipp. Zudem würden die Kleider nicht, wie es sein sollte, von den Schultern getragen, sondern sie werden an den Hüften befestigt. Mit anderen Worten, Kneipp ist für den Hosenträger und nicht für den Hosengürtel, weil er den Bauch einschnürt. Und bei Frauen sollen die Kleider an den Schultern hängen und der Rock nicht am Bauch befestigt werden also. Kneipp über Frauen: Viele tragen Rockhalter, die den Rock im Bausch und Bogen hinhalten. Soll das schön sein? Für Kneipp sind Reifröcke Regendächer über den Füßen. Kneipp: Jetzt herrscht die scheußliche Mode der Schleppen.
Frauenpersonen, die ganz krepit, krumm und krank sind, kommen jetzt daher mit ellenlangen Schleppen und kehren damit den Straßenstaub zusammen. Kneipp kann nicht begreifen, dass zum Beispiel die Geschnürten sich vor der Strafe Gottes nicht fürchten. Alle Tage kommt eine große Anzahl solcher Damen und Dämchen. Sie suchen hier ihre verlorene Gesundheit und tragen die Mörder derselben in sich. Wie viel kostet ein schönes neues Kleid? Und dann zieht man es den ganzen Tag im Staub und Schmutz nach und verursacht einen ganzen Wirbel von Staubwolken. Wenn ich könnte, würde ich diese Schleppen polizeilich verbieten. Als Kneipp dies bei einem Vortrag sagte, kam aus dem Publikum lebhafte Bravo-Rufe, wohl eher von den Männern. Als die Bravo-Rufe verstummt waren, fuhr Kneipp fort: Darf man mit einem so kostbaren Kleide so umgehen? Auch Millionäre sollen haushälterisch sein. Dieser Kleiderluxus aber sei eine Verschwendung und jede Verschwendung verstoße gegen die Moral. Ein weiblicher Kurgast fragte Kneipp nach der Wanderniere. Nach Kneipp kommt die von dem verdammten Schnüren. Doch käme auch Gott Vater in eigener Person gegen die Torheiten der Mode, würde er vergeblich ankämpfen, meinte Kneipp. Das Weibervolk ist aber einmal so, und was ist da zu machen? Neulich ging ein Herr hinter einer Dame und bei fast jedem Tritt ist er genötigt, ihr auf die Schleppe zu treten. Würden Sie es doch nur wie die Vögel machen und den Schwanz in die Höhe heben? Früher trug Frau gern, besonders im Sommer, einen Schleier, damit ihr Gesicht schön weiß bleibt. Auch dagegen ist Kneipp. Einen Schleier trägt nur diejenige Person, die ihr Gesicht ganz wüst hält oder dort Hühneraugen hat. Wie kann man hinter so einem Pharisäergitter überhaupt noch atmen? Von einem Aufenthalt in Gmünd erzählt Kneipp Folgendes. Es kamen Kranke zu mir mit 26 bis 30 Jahren, die sahen aus wie ein Bäumlein im Frühjahr, dessen Blätter kaum dem Stamme entsprossen schon gelb werden. Es waren Fräuleins da, mit und ohne Hut. Und da habe ich mir mehrmals gedacht, wenn man der ihren Hut versteigern würde, könnte man mehr dafür erlösen als für die Person. Kneipp, ich hätte heute wieder viel kanzeln mögen und aus ganzem Herzen habe ich gewünscht, wenn doch kein Frauenvolk mehr käme. Immer und alleweil wieder sag ich's und ich werde mir zu sagen, wenn das verdammte, sündhafte Schnüre it aufhört, wird's nimmer besser. Vier solche geschnürte Muster sind mir heute in Sprechstunde gekommen. Ich hätte sie am liebsten ausgejagt, habe mich heute drunter gezwungen und nichts gesagt. Es ist doch Hopfer und Malz an dem Volk verloren. Kneipp war ja auch Priester und damit musste ihm das Seelenheil der Menschen besonders gelegen sein. Auch da zeigte sich Kneipp von einer volkstümlichen, ja listigen und lustigen Seite. Er erzählte folgende Geschichte. Es war einmal ein Knecht, der furchtbar fluchte. Kneipp ermahnte ihn und schließlich gelangte er mit dem Knecht zu folgender Übereinkunft. Der Knecht sollte bei jedem Fluchen für einen guten Zweck einen Groschen zahlen. Nach der ersten Woche kam der Knecht zu Kneipp und gab ihm 5 Groschen. Er meinte dabei, es habe ihm schwere Überwindung gekostet und hätte er sich gehen lassen, so wären es wohl 50 Groschen geworden. Nach einiger Zeit brachte der Knecht zu Kneipp noch 2 Groschen. Und schließlich hatte er sich das Fluchen ganz abgewöhnt, weil ihn das Geld reute. Kneipp konnte aber auch ironisch, ja mitunter sarkastisch sein.
Das gefiel natürlich den Zuhörern, gerade denen, die davon nicht betroffen waren. So erzählte Kneipp Folgendes. Ein Fräulein in Augsburg hatte etwas vom Wickel gelesen und wollte sich einen solchen selbst applizieren. Doch das kalte Ding erschien ihr so grausig und gefährlich, dass sie 3 Stunden in stiller Betrachtung versunken vor demselben saß, ohne den Mut zu haben, das nasse Tuch auf den Leib zu bringen. Erst durch die hilfreiche Dazwischenkunft einer barmherzigen Nachbarin löste sich der schwere Seelenkrampf. Auch über das Benehmen mancher Menschen bei seiner Wasserkur konnte sich Kneipp lustig äußern. Kneipp beschreibt einen Kaltwasserguss. Das Geschrei mancher Empfindlichen beim Ober- und Rückenguss. Oh, du mei. Wenn schon beim kalten Wasser so böllest, wie wärst erst im heißen Fegfeuer schreien? Aber auch über die Leiden seiner Amtskollegen äußerte sich Kneipp manchmal sarkastisch lustig wie folgendes Beispiel. Es war einmal ein hoher kirchlicher Würdenträger, ein Muster an Verweichlichung. Der arme Mann liegt entsetzlich am verknorpelten und verknocherten Gichtknoten. Der Arzt erklärte die Krankheit als unheilbar. Der Kranke vermochte nicht zu sterben. Der Kranke vermochte nicht zu stehen, wenn nicht eine rüstige Kraft ihn stützte. Die Messer und Gabeln zu seinem Gebrauch bei Tisch mussten vorher erwärmt werden. Die Türschwelle berührte er bloß mit Handschuhen. Kam ein Besuch, so musste derselbe vorher am warmen Ofen den Rock wärmen, um so schon von weitem jede Übertragung der Kälte vorzubeugen. Die Schlüssellöcher wurden, um jedes Zugloch abzusperren, sorgfältig verstopft. 6 Wolldecken umhüllten ihn bei Nacht. Er kannte nur 2 Temperaturen. Entweder zitterte er vor Frost oder er schwitzte, dass er nicht selten nachts 5 Hemden wechseln musste. Bei dieser Erzählung sieht man schon, wie Kneipp seinen Erfolg rhetorisch steigert, indem er einen ganz schlechten Krankheitsgeschichte aufbaut. Dann fährt Kneipp fort, indem er schildert, dass der hohe Würdenträger zu ihm kommt. Drollige Beschreibung der Wasseranwendung bei diesem Mann. Er wurde kalt gewaschen und zitterte dabei vor Angst. Es bangte ihm um sein Leben. 6 Wochen trieb er es so. Und dann kommt die Lösung. Nach 3 Jahren war der hohe Würdenträger geheilt. Eine rechte, eigenartige, aber effektvolle Behandlung, die mit Kneipps Wasserkur nun gar nichts zu tun hat, erzählte Kneipp folgendermaßen. Es war einmal ein Schuhmacher, der auch Bader war, also Zähne riss. Wenn er einem Bauern einen Zahn ziehen sollte, dann band er einen Draht um den kaputten Zahn und dann stach er den Bauern mit seiner Ahle. Diese sprang auf und der Zahn war heraus. Wie steht es mit der Zeit? 43. Wie viel? 43. Oh, dann machen wir bloß etwas Kurzes, oder? Ja. Ja? Also gut, noch zum Schluss. Dann habe ich mich ja ganz schön vertan. Zum Schluss noch 2 Sachen, die Kneipp nur indirekt betreffen. Im Oktober 1993 erzählte Kneipp folgende Episode. In Garmisch gehen 2 vorbestrafte Diebe wieder am 16. Mai zum Stehlen. Allein durch einen bösen Zufall hatte die Gendarmerie von diesem Kenntnis erhalten und der Gendarm Reitinger und ein 2. Gendarm lagen in der kritischen Nacht in der Nähe des Anwesens. Kurz nach 11 Uhr sah Reitinger einen Dieb, die Stiefel in der Hand tragen, über die Wiese auf den Gartenzaun zukommen. Man fängt die Diebe und dann folgt die Verhandlung. Die Diebe leugneten jede Teilnahme an dem Diebstahl.
Sie sagten, sie seien über die Wiese gegangen, weil sie Kneippkur machen wollten. Und zum Schluss, wenn Sie einmal Urlaub in Afrika machen, dann kann es durchaus sein, dass Sie einen Einheimischen treffen mit dem Namen Kneipp. Nun ist der Familienname Kneipp kein typisch afrikanischer Name. Dass es trotzdem sein kann, hängt mit folgender Episode zusammen. Im Sommer 1893 hielt sich ein Missionar aus Afrika zu Chur in Würishofen auf. Bei dieser Gelegenheit hielt er einen Vortrag über seine Missionstätigkeit und bat um Spenden. Mit diesen wolle er nämlich einen Schwarzen loskaufen. Der Preis sei über 6.000, 7.000 Franken. Derselbe solle dann aus Dankbarkeit und zur Erinnerung an den großen Menschenfreund Herrn Pfarrer Kneipp den Namen Sebastian Kneipp erhalten. Ebenso beabsichtigte er, dass man sich in Afrika seine Frau nicht wählen, sondern kaufen kann, demselben auch eine Frau zu kaufen, die dann den Namen Maria Kneipp führen soll. Die humoristische Vortragsweise gefiel allgemein und brachte ein reichliches Almosen. Der Missionar konnte den Sklaven freikaufen und ihm auch noch eine Frau kaufen und beide heirateten und zuvor auf den Namen Sebastian und Maria Kneipp taufen und ihre zahlreichen Kinder heißen dann Kneipp.